freue mich, dass trotz der Abendveranstaltung die so zahlreich bereits erschienen sind. Ich war ja schwer am Überlegen, ob ich das erste Bild nicht hinter den grünen Apfel einsetze, sozusagen, in den der Referent beißen musste, den ersten Vortrag nach einer gelungenen Abendveranstaltung zu halten hat. Aber ich habe es mir dann gerade noch mal verkniffen. Wie bereits angekündigt, die Quantenphysik und das Paranormale der Mensch im Fadenkreuz des Universums. Zu meiner Person, ich bin Naturwissenschaftler, promovierter Chemiker und gleichzeitig langjähriger Wissenschaftsjournalist. Ich möchte Sie heute auch nicht mit irgendwelchen Formeln quälen, sondern vielleicht auch gerade ganz gut für den Einstiegsvortrag Ihnen wirklich einen großen Rundumschlag erstmal geben über dieses ganze Gebiet, was letztendlich auch hier Thema ist auf der diesjährigen Quantica. Ich werde Sie führen von den großen Strukturen im Universum zu den kleinsten Einheiten im menschlichen Körper, zu den feinsten, zu den Molekülen, zu den kleinsten Teilchen und wiederum zurück zu den Makrostrukturen und einfach mal schauen, wo es überall Interferenzen gibt, wo wir mit sozusagen mit dem großen Ganzen auch verbunden sind, und werde Ihnen hierzu auch eine ganze Reihe von anschaulichen Beispielen geben. Vielleicht lassen Sie sich einfach hier mal so ein bisschen schön inspirieren, nochmal hier so zwischen Himmel und Erde befindlich. Das ist eine Aufnahme, die ist in diesem Winter nicht von mir. Wir haben unseren Urlaub woanders gebracht und da hatten wir auch nicht ganz dieses Panorama wie hier. Das ist in den Schweizer Alpen entstanden und zeigt sehr schön an, unten im Tal sozusagen unsere Biosphäre, und gleichzeitig beim Sonnenuntergang sehen wir hier bereits die ersten Gestirne, den Mond, und der helle Punkt darüber ist die Venus. Beide Orte sind keine sehr einladenden Plätze, liegen außerhalb der Lebenszone. Warum? Da werde ich nachher auch noch mal eingehen. Aber ich glaube, viele, wenn man sich auch nicht unbedingt für Astronomie interessiert, kann man sich der Faszination des gestirnten Himmels nicht entziehen. Hier ist eine Langzeitaufnahme entstanden. Dieser helle Fleck ist übrigens der Vollmond, das ist nicht die Sonne. Das zeigt also das Band der Milchstraße. Hier sind noch die einzelnen Sternbilder, sind hier noch einkopiert, über den Cañadas von Teneriffa. Ich bin mit meiner Frau mal vor vielen Jahren, 1986, auf der Nachbarinsel La Palma gewesen. In frühen Morgenstunden waren wir dort und haben also gesehen, dass es ein ganz erhebendes Gefühl ist, wenn man die Milchstraße wirklich also bis zum Horizont verfolgen kann und wo man einen ganz klaren Himmel hat. Man fühlt sich dann plötzlich auch ganz eins mit der Natur, auch mit dem Kosmos. Und ich werde auch noch darauf eingehen, wie wir auch vor allem auch mit den gesamten kosmischen Strukturen verbunden sind. Was wissen wir eigentlich über das Universum? Ich meine, die Menschen beschäftigen sich ja schon seit der praktisch schon in den ersten Menschheitstagen an, haben die Menschen immer den Himmel beobachtet, den Verlauf der Gestirne. Es gab viele Deutungen auch schon in der Antike. Und mit Hilfe moderner Weltraumteleskope, wie hier beispielsweise im Hubble-Teleskop, ist hier eine wunderbare Aufnahme des Orionnebels im Sternbild Orion. Dort sieht man sich verdichtende Gaswolken, die sich zusammenziehen und wo wieder auch Planeten daraus entstehen. Und sozusagen solche Gene im Universum sind medizinisch ausgedrückt Kreissäle für Sterne. Ich werde Ihnen noch zeigen, dass dieses Universum auf Leben programmiert ist und wir vielfältige Möglichkeiten auch haben, wahrscheinlich dieses Leben eines Tages auch nachzuweisen. Dieses Gebilde hier ist 1500 Lichtjahre entfernt. Das hört sich schon nach riesigen Entfernungen an. Das heißt, das Licht, das dort ausgestrahlt worden ist, wie wir es jetzt sehen, so hat dieses Orionnebel vor 1500 Jahren ausgesehen. Wir haben keine Möglichkeit festzustellen, wie es zum jetzigen Zeitpunkt ist, ganz einfach, weil wir das Licht als Information brauchen. Es gibt noch ganz andere Dinge, die man mit Hilfe der Weltraumteleskope feststellen kann. Die frühesten erkennbaren Strukturen und die tiefsten in den Weiten des Universums, die kommen aus einer Entfernung, wo uns das Licht 13 Milliarden Jahre braucht, bis es zu uns gelangt ist.
Da muss man sich mal vorstellen, unsere Erde ist gerade 4,3 Milliarden Jahre alt. Das Licht, was wir dort wahrnehmen, ist 13 Milliarden Jahre alt. Das ist vom Urknall, der vor 13,7 Milliarden Jahren stattfand, nur noch 700 Millionen Jahre entfernt. Das heißt, wir schauen dort in Weiten des Universums, die man sich früher nie für möglich gehalten hat. Aber dennoch gibt es einen ganz gewaltigen Unterschied. Und darauf werde ich im Folgenden noch eingehen. Ich will Sie jetzt aber auch nicht nur noch mit rein astronomischen Dingen hier jetzt wollen wir uns beschäftigen, sondern ich möchte Sie jetzt mit auf eine Reise nehmen. Ich habe sie genannt, The Magical Mystery Tour. Gut, ich gehöre zu der Generation, die mit den Beatles groß geworden sind, zumindest in der Pubertät. Und da kam das also mir rein, also dieser Titel. Ich möchte Sie jetzt einladen auf eine Reise, die uns führt vom Makro zum Mikrokosmos und wieder zurück. Und ich möchte Ihnen mal zeigen, auf welche geniale Weise die kleinsten Bausteine der Materie miteinander verbunden sind und warum wir aktive Mitglieder in einem kommunizierenden Universum sind. Dieser Herr, den Sie dort sehen, das ist der britische Physiker Thomas Young. Er hat im Jahre 1802 ein entscheidendes Experiment durchgeführt. Zu seiner Zeit wusste man noch nicht, wie eigentlich genau, worauf sich Licht genau zusammensetzt. Und er hat als erster nachgewiesen, um die Wellennatur des Lichtes zu beweisen. Gut, das wird Sie jetzt nicht sonderlich vom Hocker hauen, aber es wichtiger ist sein Experiment, was er durchführte. Das war das sogenannte Doppelspaltexperiment. Und dieses Experiment hat auch heute noch eine ganz, ganz entscheidende Bedeutung bei späteren Versuchen, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, wo es darum geht, etwas zu erfahren über die wahre Natur auch unserer Materie. Und nach 1961 wurde dieses Doppelspaltexperiment erstmals mit Elektronen, also mit kleinsten Partikeln, Materiebausteinen durchgeführt. Und es war positiv, es konnte nachgewiesen werden, dass auch Elektronen über Wellennatur verfügen, nicht nur partikular sind, sondern auch Wellennatur haben. Im September 2002 wurde in einer Umfrage in der englischen Physikalischen Gesellschaft dieses Experiment zum schönsten physikalischen Experiment aller Zeiten gewählt. Warum? Sie sehen hier ungefähr in einer etwas moderneren Ausführung dieses Experiment, wie es schon von Young durchgeführt worden ist. Es ist auch gestern in Vorträgen schon teilweise darauf eingegangen, auf dieses Experiment. Ich will es an dieser Stelle nur noch wegen des Verständnisses nochmals auch erläutern. Also es handelt sich hier um einen Strahl von kohärentem Licht. Das geht durch einen Doppelspalt. Und entgegen der Erwartung, die man normalerweise hätte, wenn Licht keine Wellennatur hätte, dann würde man hinter diesen Spalten auch zwei helle Balken erkennen. In Wirklichkeit aber sieht man hier ein sich überlagerndes Muster, was eindeutig darauf hinweist, dass das Licht Wellennatur hat. Sogenannte Interferenzen sind das, was durch Überlagerung von Wellen zustande kommt. Wenn zwei Wellen aufeinandertreffen, gibt es Auslöschungen und gegenseitige Verstärkungen. Und das sieht man hier an diesem charakteristischen Muster. Man kann es so immer schön in der Natur beobachten. Alle meine Entchen schwimmen im See und so, nicht? Und da sehen wir hier zwei Enten, nicht? Von jeder Ente geht eine Wellenfront aus. Und dort in der Mitte, wo sie sich treffen, hier, nicht? Da gibt es hier solche Überlagerungen hier, nicht? Diese Interferenzen. Kommen wir jetzt zu den weiteren Möglichkeiten, die dieses Doppelspaltexperiment bietet, um uns die Möglichkeiten, den Charakter der Materie vor Augen zu führen. Da möchte ich jetzt erstens vor allem Professor Zeilinger in Wien und ein Mitarbeiter erstmal erwähnen. Er konnte nämlich zeigen, dass dieser Welle-Korpuskel-Dualismus nicht nur auf kleinste Bausteine der Materie wie Elektronen, sondern auch bei viel größeren Molekülen wie zum Beispiel Fullerenen auftritt. Was sind Fullerene? Hier ist ein
dargestellt ein Fullerenmolekül. Das ist ein Molekül, das besteht aus 60 Kohlenstoffatomen, die in einer käfigartigen Struktur angeordnet sind. Es ist relativ neu, dass diese Fullerene entdeckt worden sind, erst in den 1980er Jahren. Da hat es hier auch ganz entscheidende, ganz nebenan, falls Sie mal hochgefahren sind, da gibt es so ein Schild hier, MPI für Kernphysik. Das war ein Kernphysiker, der diese Fullerene zum ersten Mal auch nachgewiesen hat. Den Nobelpreis haben andere allerdings Chemiker bekommen, weil der Mann war leider Kernphysiker und da konnte er keinen Nobelpreis für Chemie bekommen. Aber er hatte das war der Professor Kroto, der hatte aber ganz entscheidende Sachen dazu geleistet. Gut, das ist aber jetzt nur eine Randbemerkung gewesen. Also der Professor Zeilinger in Wien konnte feststellen, dass dieses auch massive Moleküle quasi über einen Wellenanteil verfügen. Und dieses Fullerenmolekül, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ich hatte jetzt diese Käfigstruktur gehabt, haben wir links in der Abbildung nochmal, wenn man es nimmt, das erinnert natürlich verdammt an einen Fußball. Und es ist sozusagen wie ein Fußball des Mikrokosmos. Übrigens von der Chemie her ganz interessantes Molekül, es ist ein sogenannter dreidimensionaler Superaromat, wer ein bisschen was von der organischen Chemie versteht. Und es gibt da ganz interessante Produkte auch, also dass man also als eventuell mit fluorierter Form als Superschmiermittel einsetzt und so weiter und so fort. Aber geht wieder ab vom Thema. Es geht ja hier um die Wellennatur, dass man hier große Moleküle hat. Zeilinger ist ein ganz cleverer. Der hat nämlich inzwischen nachgewiesen, dass quantenmechanische Effekte auch bei Biomolekülen wie Tetraphenylporphyrin auftreten. Tetraphenylporphyrin ist unter anderem der Farbstoffträger in Chlorophyll und Hämoglobin. Und die nächste Frage ist natürlich, gehören auch möglicherweise auch Viren und Bakterien zur Quantenfeld, wenn wir noch weiter höher gehen? Und ich weiß, dass Professor Zeilinger zurzeit versucht, das Doppelspaltexperiment mit Viren durchzuführen. Momentan liegen noch keine Ergebnisse vor. Ich habe nur ein Zitat von ihm zum Thema, ob es überhaupt eine prinzipielle Grenze gibt, wo dieser Welle-Korpuskel-Dualismus verschwindet. Und er hat gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es keine prinzipielle Grenze gibt. Es gibt nur Grenzen der experimentellen Realisierbarkeit. So ein bisschen in den Raum geworfen, vielleicht weil hier so viele Mediziner auch dabei sind, stellen Sie sich mal vor, stellt sich heraus, dass Viren auch Wellencharakter haben. Über die Konsequenzen wird man sicherlich lebhaft diskutieren. Welle-Korpuskel-Dualismus ist ein Phänomen der Teilchenwelt. Ein anderes ist das sogenannte EPR-Phänomen, benannt nach Einstein, Podolsky und Rosen, auch als Einstein-Podolsky-Rosen-Brücke bezeichnet. Dieses EPR-Phänomen besagt, dass zwei Teilchen, die einmal zusammengehört haben, auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden sind. Einstein bezeichnete dies als spukhafte Fernwirkung. Das hat zur Folge, dass wenn ich ein Teilchen A habe und ein Teilchen B, Teilchen A und B waren vorher mal zusammen, ich trenne die beiden und ich führe jetzt ein Teilchen A irgendeine Veränderung durch, dann merkt Teilchen B das instantan. Das heißt ohne jegliche Zeitverzögerung. Völlig egal, wie weit Teilchen B entfernt sind. Das können Meter, Kilometer oder gar Lichtjahre sein. Und das ist, die beiden verhalten sich so wie ein einziges System. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, steht dieses Phänomen im Gegensatz zur klassischen Physik, zu der reinen mechanistischen Physik, Newtonschen Mechanik? Ja, weil zwei verschränkte Teilchen in einer engen Beziehung stehen, welche unabhängig von der räumlichen Distanz ist. Sowas lässt die klassische Physik nicht zu. Ebenfalls mit Ja beantwortet, weil die Reaktion bezüglich einer Zustandsänderung des einen Teilchens instantan beim anderen detektierbar ist. Dies bedeutet, dass die Reaktion nicht auf die Lichtgeschwindigkeit beschränkt ist. Und das ist etwas ganz Gravierendes, eine ganz gravierende Erkenntnis. Es war zunächst mal nur eine reine Theorie, auch von Einstein mitentwickelt. Und natürlich auch die anderen Podolsky-Rosen, deswegen EPR auch genannt, nicht nur nach Einstein, sondern nach den beiden anderen auch. Ein Genfer Physiker am CERN,
Der hat mit dieser Urknallmaschine übrigens nichts zu tun. Also am CERN laufen auch noch ganz andere Dinge. Und zwar Professor Niklas Gesin konnte 2008 erstmals experimentell nachweisen, dass der Informationsaustausch zwischen verschränkten Teilchen mit mindestens 10.000-facher Lichtgeschwindigkeit stattfindet. Und das war sozusagen auch der experimentelle Beweis, denn diese 10.000-fache Lichtgeschwindigkeit war einfach die natürliche Messgrenze, die er in seinen Experimenten realisieren konnte. Es heißt also, er hat direkt nachgewiesen, dass hier tatsächlich ein Informationsaustausch mit unendlich hoher Geschwindigkeit stattfindet. Ich habe jetzt das provozierende Wort genommen, Informationsaustausch. Für mich ist es ein Informationsaustausch, wenn das eine Teilchen spürt, dass dem anderen was passiert und das sofort darauf reagiert. In der Physik wird immer so etwas versucht zu unterdrücken, um die Relativitätstheorie zu retten. Es ist so, auch Leute wie Professor Gesin haben also auch in Veröffentlichungen das Wort über Lichtgeschwindigkeit vermieden. Er ist einen etwas raffinierteren Weg gegangen und hat das Ganze in einem renommierten Wissenschaftsmagazin veröffentlicht. Es in Kommentarform aber einem amerikanischen Wissenschaftsjournalisten in den Mund gelegt. Der verfügt natürlich genau wie ich auch als Wissenschaftsjournalist über viel mehr Freiheitsgrade und muss nicht deswegen erwarten, dass der akademische Klerus mich deswegen totschlägt, wenn ich sage, hier die Relativitätstheorie wurde widerlegt. Es ist auch die Frage, ob sie wirklich in der Form widerlegt worden ist. Es ist nicht so, dass sie total umgestoßen wird. Wir haben ja immer im Laufe der Jahre auch die newtonsche Mechanik, beispielsweise wenn wir uns den Lauf der Gestirne anschauen, gilt ja angenähert immer noch, annähernd. Man weiß aber, und da ist Einstein wiederum dran schuld, dass man bestimmte Abweichungen von diesen Planetenbahnen nicht mehr mit klassischen Methoden erklären kann, wo die Relativitätstheorie mit reinkommt. Und zwar ist es dann der Fall, wenn sich Planeten in der Nähe starker Massen bewegen. Beispielsweise die Bahn des innersten Planeten Merkur, der nahe an der Sonne ist, lässt sich mit der newtonschen Mechanik nicht mehr hinreichend erklären. Hier greift die Relativitätstheorie. Das heißt also, es ist immer, wenn neue Erkenntnisse kommen, muss man eine Theorie auf den Prüfstand stellen und sagen, nicht hoppla hopp, diese Relativitätstheorie taucht jetzt nichts mehr, sondern ich muss sie jetzt neu auf den Prüfstand stellen und fragen, wo müssen wir jetzt den Hebel ansetzen, nicht? Ich habe gesagt, die Relativitätstheorie bleibt, aber in der jetzigen Form ist es einfach eine Beta-Version, nicht? Also von, wenn man so will, nicht? Und Gesin selber, soweit hat er sich gerade noch mal aufraffen können, hat etwas persönlich gesagt, zu diesem Experiment mit 10.000-facher Lichtgeschwindigkeit, das nachweisen konnte, da geschieht etwas wirklich Befremdliches, etwas außerhalb der Raumzeit. Ich bin davon überzeugt, dass wir an der Schwelle einer neuen Epoche stehen, einer Revolution des Konzeptes von Natur und Welt. Schlussfolgerung. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als eine transzendente Wirklichkeit anzunehmen, in der die Raumzeit eingebettet ist. Das hat nun überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Vielmehr handelt es sich um eine physikalische Realität, denn es finden völlig unerwartete Wechselwirkungen statt, die sich in quantenphysikalischen Experimenten auch nachweisen lassen. Ich hatte vorhin gesagt, zwei Teilchen, die vorher mal zusammengehört haben, entfernen sie sich. Und sie bleiben irgendwo auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden. Da fragen sie sich, ja, was hat denn das mit unserem täglichen Leben zu tun, wenn ein Physiker da in Genf da so zwei Teilchen trennt und nachweist, dass die mal irgendwo verbunden waren. Es hat sehr viel miteinander zu tun. Hier ist nämlich der Urknall. Und seit dem Urknall die Teilchen, die dort mal vorhanden waren und die zur Ausgestaltung dieses Universums geführt haben letztendlich, gehörten alle mal zusammen. Hier ist es nochmal dargestellt. Ich will jetzt nicht zu stark darauf eingehen. Das ist hier eine extrem logarithmische Skala. Hier ist vorne ist der Urknall. Dann sehen wir hier die erste 10 hoch minus 43 Sekunden das Universum aus Vorläufern von Bausteinen der Materie besteht nach einer Sekunde und wie sich hier die ersten Atome herausschälen nach 300.000 Jahren und schließlich nach
einer Milliarde Jahre hier die ersten Galaxien auch entstehen und Sternsysteme und schließlich, ja, also ich weiß nicht, warum hier steht, 15 Milliarden Jahre, 13,7 Milliarden Jahre ist die allgemeine Annahme, ist ein bisschen weit. Jetzt hier das Universum ist hier und hier in der Mitte steht der kreative Mensch. Wir sehen hier unten auch, wie kontinuierlich die Temperatur des Universums abgenommen hat, hier von 10 hoch 32 Grad Kelvin, schließlich auf 3 Grad Kelvin. Das ist also jetzt die durch die Hintergrundstrahlung auch die Temperatur des Universums. Das ist hier die Materie, die entstanden ist aus dem Universum heraus, also aus dem Urknall heraus. Das ist die eine materielle Seite. Und jetzt komme ich wieder zurück, was ich vorhin schon gesagt habe, auch was bedeutet das eigentlich, wenn wir so weit in die Tiefen des Universums schauen können? Oder was unterscheidet uns von den ersten Steinzeitmenschen, wenn wir heute Weltraumteleskope haben? Es gibt eine Gemeinsamkeit. Das, was wir beobachten, ist immer nur die Hardware. Jetzt frage ich Sie aber, wo ist eigentlich die Software des Universums? Und ich sage jetzt einfach mal, die Software des Universums war auch schon als Informationsmenge im Urknall enthalten. Eine riesige Informationsmenge, die freigesetzt worden ist. Ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Informationsgehalt, der in einzelnen Ei- oder Samenzelle steckt, die doch so viel, so groß auch in großartigem Maße das spätere Leben beeinflusst. Hier in diesem Urknall steckt eine Informationsmenge, die zur Ausgestaltung des heutigen Universums geführt hat. Die habe ich mal auch als Lebenscode des Universums bezeichnet. Diese Information, diese Software ist auf Leben programmiert. Und meine Überzeugung ist, hier an dieser Stelle war der eigentliche Schöpfungsakt Gottes. Diese Information, die kann nicht aus Null heraus entstanden sein. Und dieses Universum ist auf Leben programmiert und das werde ich Ihnen an späterer Stelle auch nochmal zeigen. Ich komme jetzt nochmal hier ein Zitat von Professor Lothar Schäfer, University of Arkansas, Fayetteville. Er hat geschrieben, in Experimenten hat sich erwiesen, dass zwei Teilchen, die irgendwann miteinander Wechselwirkungen und dann voneinander wegbewegen, miteinander verbunden bleiben können und sich wie ein einziges Ding verhalten. Das hatten wir im Prinzip schon mal, ganz gleich, wie weit von sie einander entfernt ist. Jetzt aber die entscheidende Neuerung, die Aussage, wenn die Wirklichkeit nicht lokal ist, dann ist die Natur des Universums die einer unteilbaren Ganzheit. Und wir sind auf geheimnisvolle Weise mit diesem Universum auch verbunden. Wir sind Mitglieder in einem partizipatorischen Universum, keineswegs Soundgäste, sondern wir stehen mittendrin in diesem Leben und sind Teil eines großen Ganzen. Wir werden jetzt im Bereich der Quantenphänomene auf bestimmte Dinge stoßen, die uns als scheinbar paranormal erscheinen, weil sie akausal sind. Wir bewegen uns, ich bezeichne das immer als naive Kausalitätsfalle, weil wir das also so gewohnt sind, also von unserer ganzen Erscheinung her, wenn wir unsere Welt betrachten. Wir begreifen unsere Welt so, wie sie ist, also rein von der materiellen Seite, materialistischen Anschauung her auch. Und da wissen wir, dass also jede Wirkung irgendwie eine Ursache haben muss, nicht? Also ein kausales Ereignis hat also immer eine feste zeitliche Richtung, die immer von einer Ursache ausgeht und auf eine Wirkung folgt. Also beispielsweise ein Ereignis oder Zustand A ist die Ursache für die Wirkung B, wenn B von A herbeigeführt wird. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Beispiel, der Tritt auf das Gaspedal verursacht, dass das Auto beschleunigt. Beim Newton war es der berühmte Apfel, der ihm auf den Kopf gefallen ist. Das kommt gerade durch die Gravitation zustande. Wirkungen, deren Ursache wir nicht kennen oder die sich uns nicht erschließen, werden als paranormal oder übernatürlich empfinden. Doch was verbirgt sich hinter der Übernatur? Eine Übernatur kann es meines Erachtens nach nicht geben, höchstens eine Natur, die noch nicht erforscht ist.
Und jetzt kommen wir zu dem Kernthema eigentlich. Was verbirgt sich eigentlich hinter Begriffen und Phänomenen wie seltsame Zufälle, Vorausahnungen, Wirkung homöopathischer Dosierungen, Geistheilung, Schwarmintelligenz und vieles andere mehr? Können wir, ist es gestattet, paranormale Phänomene als Quanteneffekte zu deuten? Der Physiker Paul Davis von der Arizona State University ist davon überzeugt, dass Quanteneffekte auch in unseren Alltag hinein wirken. Von der Theorie zur Praxis. Ich habe ein Buch geschrieben, aus 20 Jahren habe ich seltsame Phänomene gesammelt aus gesicherten Quellen. Dieses Buch gibt es leider hier nicht im Shop, aber es ist überall im normalen Buchhandel oder über Onlinehandel auch erhältlich. Das Buch hat den Untertitel Quantenphänomene und Schicksal, kann die Quantenphysik paranormale Phänomene erklären? Frau Professor Rosenbaum hat uns gestern in ihrem hervorragenden Vortrag zwei Beispiele genannt von wirklich seltsamen Koinzidenzen, wo man sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, dass es ein reiner statistischer Zufall war, den kann man so mit 1 zu einer Quadrillion von der Wahrscheinlichkeit her ausschließen. Ich habe eine ganze Menge von seltsamen Zufällen gesammelt und möchte jetzt Ihnen ein paar Beispiele nennen. Hier sehen wir ein britisches Taxi. Es hat mit der nachfolgenden Geschichte zu tun. Es handelt von einem britischen Taxifahrer, der nach 34 Jahren seinen Sohn wieder traf. Der 39-jährige Kunde, also sein Sohn, saß auf dem Rücksitz des Wagens. Barry, so hieß der Vater, hatte seine Familie in der damaligen Kronkolonie Hongkong verlassen, als sein Sohn Colin 5 Jahre alt war. Er hatte herausbekommen, dass seine Frau eine Affäre hatte. Soll vorkommen. Nach der Scheidung verlor er den Kontakt zu seiner Familie. Colin wuchs in dem Glauben auf, sein Vater war tot. Barry kehrte schließlich nach England zurück und ließ sich im Seebad Brighton nieder. Durch Zufall kam sein Sohn über Südafrika in denselben Ort. Zusammen mit seiner Freundin stieg er in Barrys Taxi. Die Freundin sah den Führerschein des Fahrers auf dem Armaturenbrett liegen und sagte, ist das nicht komisch, ihr habt beide denselben Namen. Colin fragte im Scherz, ihr Vorname ist doch nicht zufällig Barry. Als klar wurde, dass sie wirklich Vater und Sohn waren, vergossen beide ein paar ehrliche Tränen. Und es wurde beschlossen, dass sie sich jetzt erstmal richtig kennenlernen wollen. Das andere Beispiel hat mir ein Leser zugeschickt, der 50 Jahre über dieses Ereignis geschwiegen hat, um nicht verlacht zu werden. Er schrieb mir Folgendes. Im Sommer 1958, es war kurz vor meinem 20. Geburtstag, fuhr mich mein Freund mit meinem Wagen schon gegen 21 Uhr nach Hause. Das war recht früh und entsprach einer Bitte meiner Mutter, komm nicht zu spät nach Hause, du weißt, Frau Rühle ist tot und unten in der Wohnung aufgebahrt, und mach leise, das gebührt sich so. Das war eine Zeit, da haben 20-Jährige noch ganz gut gehorcht auf die Eltern. Nicht? Also. Mein Freund hielt seinen Wagen genau auf der Höhe der Eingangstür. Darüber waren die Fenster des Treppenhauses, die es jedermann erlaubten, von der Straße aus Einsicht in das Treppenhaus zu nehmen. Wir sprachen noch über Gott und die Welt, bis ich glaubte, meine Mutter in einem langen, hellen Nachthemd in Richtung Treppe gehen zu sehen. Ich sagte kurz Ade, sonst macht sie noch Krach. Beim Aussteigen sah ich, dass es gar nicht meine Mutter war, sondern die Hausbesitzerin. Komisch, die ist doch heute verstorben, sagte ich mir, ging dann aber trotzdem sofort hinein. Natürlich kam mir niemand entgegen, aber diese Episode ließ mir keine Ruhe und ich klopfte an die Schlafzimmertür meiner Mutter. Ich fragte sie, ob sie in den letzten 2 Minuten im Korridor oder im Treppenhaus gewesen sei. Sie verneinte dies und fragte mich nach dem Grund. Ich getraute mich nicht, die Wahrheit zu sagen, denn ich hatte Angst,
dass sie mich für einen Spinner halten würde. Jetzt, 50 Jahre später, ist mir dieses Bild noch so gut und genau in Erinnerung, als ob es gerade vor einer Woche passiert wäre. Ein ähnliches paranormales Phänomen hat mir ein anderer Leser am Telefon berichtet, ein Herr aus München. Er sagte mir, es ist eine sehr rührende Geschichte. Als ich das Telefonat beendete, merkte ich, dass ich mir eine kleine Träne aus dem Auge wischen musste. Er sagte mir Folgendes: Mit meinem im Jahre 1926 geborenen Vater hatte ich zeitlebens eine sehr herzliche und tiefe Verbindung. Ich erinnere mich noch immer an eine Erzählung meiner Großmutter, die sich anlässlich der Geburt meines Vaters abgespielt hatte. Es war, wie damals üblich, eine Hausgeburt. Zum Zeitpunkt der Geburt hatte sich in das benachbarte Wohnzimmer durch das geöffnete Fenster eine weiße Taube verirrt, die in dem Moment, als die Hebamme die Tür öffnete und der Familie die Geburt eines Sohnes verkündete, mit einem heftigen Flügelschlag durch das Zimmer flog. Im Sommer 2007 verstarb mein Vater nach kurzer, schwerer Krankheit. Da es am Tod der Beerdigung sehr warm war, öffnete ich 10 Minuten vor der Fahrt zum Friedhof sämtliche Scheiben meines PKWs, damit ich die Friedhofskapelle nicht durchgeschwitzt betreten musste. Als ich losfahren wollte, traute ich meinen Augen nicht, denn auf dem Rücksitz hatte sich eine weiße Taube niedergelassen, die kurze Zeit später aufgeregt davonflog. Ich bin fest davon überzeugt, dass mir mein Vater mit diesem Symbol ein untrügliches Zeichen übermitteln wollte, dass er in einer anderen Welt weiterlebt. Carl Gustav Jung glaubte nicht an Zufälle. Vielmehr sah er hinter dem Phänomen des Zufalls eine höhere Ordnung, die unser Leben steuert. Das von ihm entwickelte Synchronizitätsprinzip beschreibt, in welcher Weise sogenannte Zufälle unser Leben beeinflussen können. Und dabei sind synchronistische Ereignisse kausal miteinander verknüpft, also nicht durch eine Kette von Ursache und Wirkung. In seinen gesammelten Werken berichtet er selber über ein solches Erlebnis. Dort heißt es: Eine junge Patientin hatte in einem entscheidenden Moment ihrer Behandlung einen Traum, in welchem sie einen goldenen Skarabäus zum Geschenk erhielt. Ich saß, während sie mir den Traum erzählte, mit dem Rücken gegen das geschlossene Fenster. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch, wie wenn etwas leise an das Fenster klopft. Ich öffnete das Fenster und fing das Tier im Fluge. Es war die nächste Analogie zu einem goldenen Skarabäus, welche unsere Breiten aufzubringen vermochten, nämlich ein Skarabäide, auch Blatthornkäfer genannt, der sich offenbar veranlasst fühlte, entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten in ein dunkles Zimmer gerade in diesem Moment einzudringen. Ein in unserer näheren Umgebung lebender Arzt und Systemtherapeut schickte mir folgenden Fall und schrieb mir Folgendes: In gruppentherapeutischen Sitzungen kann ich in gewissem Grade Synchronizität induzieren. Ein Beispiel: Ein Teilnehmer wollte einmal wissen, unter welchen Umständen er sich mit seinem Bruder wieder verständigen könne. Die Kommunikation war wegen eines Erbschaftsauseinandersetzungen seit 10 Jahren abgebrochen. Mit Stellvertretern wurde das Thema 45 Minuten lang abgehandelt. Als der Klient am Abend nach Hause kommt, fand er auf dem Anrufbeantworter seines Telefons eine Nachricht seines 450 Kilometer entfernt lebenden Bruders. Dieser schlug vor, dass man wieder Kontakt aufnehmen sollte, 10 Jahre Entfremdung seien genug. Ein anderes Beispiel, ein ganz kurzes. Es geht um den Schriftsteller Norman Mailer. Er schrieb ein Buch mit dem Titel Barbarous Shaw. Und als er das Manuskript schrieb, hatte er plötzlich das Gefühl, er brauche für die Handlung noch einen russischen Spion.
Zunächst führte er diese Figur nur in einer Nebenrolle ein. Doch beim Schreiben drängte sich der erfundene Spion immer mehr in den Vordergrund. Und am Ende drehte sich alles nur noch um den Spion. Jetzt kommt's. Nach der Buchveröffentlichung stürmte das FBI in Normans Haus und verhaftete in der Wohnung unter ihm einen Mann, der sich als Oberst Abel von sowjetischen KGB entpuppte, ein Spitzenspion. Nächstes Beispiel, was ich noch habe, den bin ich aber gleich am Ende auch, heißt, habe ich genannt, der Zufall und die Gretchenfrage. Hier geht es um einen Schriftsteller und Drehbuchautor, und zwar Jurek Becker. Der schrieb einmal, es gibt die seltsamsten Zufälle. So bin ich zum Beispiel einmal an eine Bushaltestelle gekommen, an der eine junge Frau stand, die ich für Gretchen Kusanke hielt, ein Mädchen aus meiner Klasse, das ich seit der Schulzeit nicht mehr gesehen hatte. Ich trete also auf sie zu und will sie ansprechen. Da sehe ich aus der Nähe, dass sie es überhaupt nicht ist. Das passierte. Jetzt kommt auch der eigentliche Clou. Minuten später kommt der Bus und wer steigt aus? Gretchen Kusanke. Jetzt das letzte Beispiel von einem Zufall, beziehungsweise kein Zufall mehr, sondern eine Fernwahrnehmung. Es geht um eine Wahrnehmung von des schwedischen Naturwissenschaftlers und Theologen Swedenborg. Der hat mal in einem zeitgenössischen Bericht Folgendes berichtet, das ist ein paranormales Phänomen, das auch in der Literatur wirklich am besten belegt ist. An einem Juliabend im Jahre 1759 war Swedenborg in Göteborg zum Essen eingeladen, eine Stadt, die ungefähr 450 Kilometer südwestlich von Stockholm liegt. Plötzlich wurde Swedenborg bleich und sichtlich beunruhigt. Er ging in den Garten hinaus und kehrte mit der Nachricht zurück, dass in Stockholm ein großes Feuer nicht weit von seinem Haus ausgebrochen sei. Er behauptete, dass das Feuer schnell um sich greife und sorgte sich um einige seiner Manuskripte. Schließlich beruhigte er sich und seufzte erleichtert, Gott sei Dank, das Feuer ist bei der dritten Tür vor meinem Haus erloschen. Da einige der Anwesenden Häuser oder Freunde in Stockholm hatten, waren sie natürlich ebenso beunruhigt. Einer von ihnen erzählte dem Gouverneur noch in der gleichen Nacht von dem Vorfall. Am nächsten Tag berichtete Swedenborg dem Gouverneur Einzelheiten über das Feuer. Die Nachricht von dem angeblichen Unglück verbreitete sich schnell in der Stadt, doch dauerte es bis zum nächsten Tag, als ein Bote aus Stockholm kam, der die Geschichte in allen Einzelheiten bestätigte. Ich habe bei den Phänomenen noch kurz eingeführt, ich will das aber wirklich nur streifen, weil das ist wirklich ein ganz anderes Thema. Beispielsweise auch Phänomen, also spielen Quanteneffekte auch beispielsweise bei der Homöopathie eine Rolle. Wenn man mich als Chemiker fragen würde, wie wirken eigentlich so diese großen Verdünnungen und so, da müsste ich sagen, es ist natürlich der rein mechanische oder nicht mechanische, aber zumindest hier der konservative Ansatz aus der Chemie, eigentlich kann es gar nicht wirken. Nicht? Das ist nachher der berühmte Zuckerwürfel in Chiemsee und da kann nicht allzu viel an Substanz rüberkommen und das verstößt, also man kennt von der Chemie das Massenwirkungsgesetz etc. pp. Also müssen andere Effekte mit reinspielen. Ich nenne hier jetzt ein Zitat, das stammt von Professor Harald Wallach, ehemaliger Leiter der Sektion Komplementärmedizinische Evaluationsforschung am Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene an der Universität Freiburg. Er hat gesagt, die Homöopathie kann als System verstanden werden, das eine zweifache Verschränkung benutzt. Diese Verschränkung existiert zum einen zwischen dem Wirkstoff und den zu verabreichenden Lösungsmitteln, womit sich das Potenzierungsprinzip erklären lässt. Zum anderen gibt es eine Verschränkung zwischen dem individuellen Symptombild und dem Arzneimittel, was dem Ähnlichkeitsprinzip der Homöopathie entspricht. Anderes Beispiel wäre Geistheilung. Wir haben bei uns auch in der Nähe von Wasserburg am Inn, wo wir wohnen, im Chiemgau, eine sehr erfolgreiche Geistheilerin.
Sie hat uns an einem Abend auch mal sehr eindrucksvoll gezeigt, wie sie Heilungen durchgeführt hat bei Patienten, gerade auch mit gewissen Erkrankungen des Knochensystems und Gelenkerkrankungen, die von der klassischen Medizin oder Orthopädie also, aufgegeben worden waren. Und hier gibt es auch Erfolge. Wie kann man Geistheilung erklären? Ich habe hier etwas gefunden von einem Geistheiler, der witzigerweise nun gerade auch Quantenphysiker ist und wo man meint, er sollte ja ein bisschen was auch von der Materie verstehen. Also ein Dr. Lutz Wilde, der hat letztendlich gesagt, also als Physiker habe ich experimentelle Quantenphysik betrieben, als Schamane und Geistheiler mache ich nichts anderes. Nur mein Umfeld und meine Methoden haben sich geändert. Kommen wir vom letzten Phänomen, dem Schwarmverhalten von Tieren. Das Ehepaar Görnitz hat gestern im Vortrag ein Beispiel genannt, wie sich bei Vögeln neuerdings eine neue Arbeit genannt, bei Vögeln auch der Orientierungssinn wahrscheinlich mit Hilfe von Quantenphänomenen erklären lässt. Ich habe hier ein anderes Beispiel, auch als aktuelles Beispiel. Und das Bienenvolk. Und ich komme jetzt auf Untersuchungen, die kommen von Professor Jürgen Tautz vom Biozentrum der Universität Würzburg. Er hat festgestellt, dass der Bienenstaat an sich viel mehr ist als die Summe seiner Einzelteile, was die Intelligenz betrifft und sogar letztendlich auch die Lebensdauer dieses Staates. Und er geht so weit und bezeichnet den Bienenstaat als Bienen. Einem Superorganismus aus 30.000 bis 50.000 Bienen, dessen Zellen sich tagsüber trennen, ausfliegen, zurückkehren und nur in der Nacht und im Winter eine Einheit bilden. So wie Zellen in einem Körper verschiedene Aufgaben übernehmen, so unterwerfen sich auch die Bienen einer hochspezialisierten Arbeitsteilung. Fazit: Die einzige plausible Erklärung für die Schwarmintelligenz liefert uns das Verschränkungsprinzip der Quantenphysik. Kommen wir nun zur Entstehung des Lebens auch aus dem Kosmos. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, es muss eine Software existiert haben, nicht nur die Hardware, die wir beobachten können, sondern eine Software, die zur Ausgestaltung dieses Universums geführt hat. Professor Lothar Schäfer, den ich vorhin schon zitiert habe, hat einmal gesagt, die Entwicklung des Lebens kann aus einer virtuellen kosmischen Ordnung verstanden werden, die bereits etabliert war, bevor sie sich in der empirischen Welt manifestiert hat. Seiner Überzeugung nach sind die unterschiedlichen Formen des Lebens also nicht zufällig entstanden, sondern vielmehr aus einer Notwendigkeit heraus. Der wichtigste Vorgang dieses Aspekts ist dann der, dass die komplexe Ordnung der Biosphäre nicht etwa aus dem Chaos und dem Nichts erschaffen wird, wie es die Darwinisten behaupten, sondern durch die Aktualisierung der virtuellen Ordnung von Quantenzuständen, die bereits existieren, bevor sie Realität geworden sind. Fazit ist, die Entstehung des Lebens wäre demnach ein unumgänglicher Schritt in der kosmischen Entwicklung, wobei die kosmische Ordnung ein gewaltiges Potenzial an Möglichkeiten birgt. Demzufolge müssten wir im Kosmos auf eine große Anzahl bewohnter Himmelskörper treffen. Die Bewohner dieser Planeten und Monde verfügen über den gleichen kinetischen Code wie die Lebensformen der Erde. In Abhängigkeit von den jeweiligen Umweltbedingungen haben sie sich aber ihrer Umgebung angepasst, was sich wiederum in einer großen Vielfalt möglicher Erscheinungsformen niederschlagen dürfte. Wo gibt es jetzt im Kosmos geeignete Umweltbedingungen, damit der Lebenscode des Universums auf einen fruchtbaren Acker fallen kann? Sie sehen hier einfach dargestellt unser Sonnensystem mit den Planeten, also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Pluto ist nicht drauf. Für höher entwickeltes Leben ist der Abstand von der Sonne ist enorm wichtig. Das kann nur auf Gründen der Temperatur auch. Wahrscheinlich, also die Erde ist also der einzige Planet, der sich in unserem Sonnensystem in der eigentlichen Biosphäre befindet, in dieser Lebenszone.
Der Mars ist, liegt so knapp am Rande, da werde ich noch ganz kurz drauf eingehen. Venus bereits außerhalb, die ist Oberflächentemperatur 450 Grad, da existiert schon fast keine organische Chemie mehr. Und die Riesenplaneten können wir als eigentliche Träger von Leben wahrscheinlich auch vernachlässigen. Die unterscheiden sich von den inneren Planeten dadurch, dass sie also keine feste Oberfläche besitzen, sondern riesige Gaskugeln sind. Eventuell einfache Formen von Leben sind auf deren Monden möglich. Ich sagte, der Planet Mars hatte in der Frühzeit seiner Entwicklung mal eine etwas wärmere Phase, wo er auch eine dichtere Atmosphäre hatte. Seine Masse ist ein bisschen zu klein geraten, deswegen hat er einen Großteil seiner Atmosphäre eingebüßt. Es gab aber eine Ära, wo man also heute noch nachweisen kann, dass dort einmal flüssiges Wasser geflossen sein muss. Vielleicht hat es Vorstufen des Lebens auf dem Mars gegeben. Hier sehen wir eine eindrucksvolle Aufnahme aus einer Raumsonde, die sich in einer Umlaufbahn um den Mars befindet. Hier ist der Boden eines Kraters, der leichte Schneebelag am Rand, das in der Nähe übrigens des Nordpols vom Mars aufgenommen. Das ist gefrorenes Kohlendioxid, das sublimiert bei minus 78 Grad. Und unten im Innern des Kraters finden wir also große Mengen Wassereis. Es gibt also, obwohl Mars ein Wüstenplanet ist, noch genügend also auch Wasservorräte auf dem Mars. Und das ist auch für die künftigen Raumfahrtprogramme ist das natürlich ungeheuer wichtig, wenn man mal Stationen eröffnet. Man braucht einen Himmelskörper, wo vor Ort also verwertbares Wasser vorhanden ist. Wenn wir nach anderen Himmelskörpern suchen in unserem Sonnensystem, dann außerhalb der Lebenszone, dann kann dieses nur als autarkes Leben dort existieren, in vermutlich niederer Form, wo besondere Umweltbedingungen sind. Hier sehen Sie den Globus von Europa. Europa ist einer der vier großen galileischen Monde des Jupiters. Und dieser Mond Europa hat ein feines Netzwerk von Strukturen. Er besteht, die Oberfläche ist aus gefrorenem Eis, Wassereis, und darunter befindet sich ein Ozean aus Wasser. Das Ganze wird hochgeheizt durch Gezeitenkräfte, und der Jupiter ist ja so weit von der Sonne entfernt, dass hier auf dem Mond eine Oberflächentemperatur von minus 140 Grad herrscht, also nicht gerade sehr umweltfreundliche Bedingungen, aber im Innern des Mondes könnte in diesem Ozean durchaus Leben existieren. Hier ist ein Projekt gezeigt, das für Jahr 2020 mal in Angriff genommen werden soll, dass eine Sonde auf dem Jupitermond Europa landet, ein Penetrationsroboter die Eisschicht durchdringt, die wahrscheinlich einige Kilometer dick ist. Vielleicht gibt es einige Stellen, wo es etwas brüchiger ist, dieses Eis, und dann schließlich eine Sonde in diesen Ozean hinabgleitet und versucht festzustellen, ob dort Leben existiert. Ich will es kurz machen, dieser Golfball hier angeschnitten ist auch ein ähnlicher Körper wie Europa, der Saturnmond Enceladus. Auch dieser hier hat durch Gezeitenkräfte unter der Oberfläche, hier sehen wir sehr viele Bruchlinien auch, flüssiges Wasser. Wir sehen noch an der schönen weißen Farbe auch, dass die Oberfläche sehr jung ist und sich immer wieder regeneriert. Und das Geheimnis ist hier, das ist so schön im Gegenlicht aufgenommen, der Mond ist durchsät von Geysiren, aus denen das relativ warme Wasser aus dem Innern hochkommt und sich dann wieder auf der Oberfläche kondensiert. Auch hier ein erfolgreicher Kandidat, wo man eine Sonde absetzen könnte, um festzustellen, ob es im Innern des Mondes Leben gibt. Ein völlig anders gearteter Himmelskörper, allerdings einer meiner Lieblingshimmelskörper, muss ich sagen, ist der Saturnmond Titan. Er hat als einziger Mond des Sonnensystems eine Atmosphäre, die etwas dichter sogar ist als die Erdatmosphäre, besteht aus Kohlenwasserstoffen und Stickstoff und hat gewisse Ähnlichkeiten mit der Uratmosphäre der Erde. Und bei diesem Mond, weil er so interessant ist, hat man schon vor einigen Jahren eine Raumsonde hingeschickt, das war das Projekt Cassini. Und eine Sonde namens Huygens. Huygens war derjenige hier, der sich um das Saturnsystem als Astronom verdient gemacht hat, ist hier in diesen Mond runtergegangen. Die Atmosphäre ist so dicht, dass man mit normalen Teleskopen, Lichtteleskopen von Oberfläche überhaupt nichts sieht, sondern es ist eine feine Aerosolschicht, das sind Wolken. Und jetzt ist eine Raumsonde ist auf diesem Mond gelandet. Und es stellt sich fest, dass unterhalb von 10 Kilometern die Atmosphäre völlig klar ist, wenn diese Aerosolschicht durchdrungen ist. Was hier wie so ein Fächer aussieht, es ist ein Mosaik aus unterschiedlichen Bildern zusammengesetzt.
sind die besten, die wir von dieser Mission haben. Fangen wir hier unten an. Diese weißen Flecken, das sind tiefer liegende Wolken. Hier, und deswegen sage ich also, das ist ganz spannend, ist eine Küstenlinie. Und das hier sind Flussläufe. Und wie man inzwischen festgestellt hat, gibt es auch Niederschläge auf Titan. Es regnet. Und hier, das ist keine Raumsondenaufnahme, sondern das hat NASA, ein Künstler im Auftrag der NASA, hat das Bild gezeigt von der Oberfläche des Saturnmondes Titan. Hier sehen wir also, wie ähnlich auf der Erde, wo es hier Flüssigkeit gibt, wo es Küstenlinien gibt, Ozeane und Flussläufe. Der einzige gravierende Unterschied ist, Saturn liegt ja weit außerhalb der Lebenszone, liegt noch hinter Jupiter. Die Oberflächentemperatur liegt bei minus 178 Grad. Und der Regen, das ist kein Wasser, sondern es ist Methan. Methan hat im Intervall zwischen minus 160 und 180 Grad eine flüssige Phase. Und hier hat also das flüssige Methan die gestalterische Wirkung, die Wasser auf der Erde hat. Jetzt könnten wir natürlich über ganz utopische Lebensformen nachdenken. Die Frage ist, in so einem Milieu, könnte dort ein methanophiles Leben, ein kryophiles und methanophiles Leben existieren? Ich vermute eher, dass es vielleicht eine ganz interessante präbiotische Chemie gibt auf der Oberfläche. Als Chemiker müsste ich sagen, bei minus 180 Grad sind die gesamten Reaktionen, das ist so eine Faustregel, also von der Reaktionsgenetik her, dass wenn ich Temperatur um 15 Grad erhöhe, verdoppelt sich die Reaktionsgeschwindigkeit. Umgekehrt ist genauso, wenn ich 15 Grad runtergehe, verlangsamt sich die. Das heißt also, dass die chemischen Prozesse hier sehr, sehr, sehr langsam abfallen, wirklich nur noch im Schneckentempo. Die Frage ist natürlich, was ein paar Milliarden Jahre gebracht haben und ob, gestern tauchte das auch in verschiedenen Vorträgen auch, hier vielleicht nicht Tunneleffekte sogar dominant sein könnten. Ein hochinteressanter Himmelskörper. Stellt sich gleich die Frage, wie anpassungsfähig ist das Leben? Ich weiß nicht, ob Sie Anfang des Jahres mal Pressemitteilungen verfolgt haben, da stand in Zeitungen, die NASA hätte ein Alien entdeckt. Ein Alien auf der Erde. Und zwar eine Lebensform mit bislang nicht für möglich gehaltenen Fähigkeiten. Die stammt allerdings nicht aus dem Weltall, sondern von einem See in, ich glaube in Kalifornien, ich bin mir nicht ganz sicher. Dieses Bakterium hat eine Besonderheit. Dieser See ist stark arsenhaltig. Über die physiologischen Wirkungen von Arsen müssen wir uns nicht unterhalten. Vielleicht kennen einige auch den Film Arsen und Spitzenhäubchen. Und das Verblüffende war, deswegen sprach man von Alien, dieses Bakterium aus dem See besitzt eine DNA, wo der Phosphor durch Arsen ausgetauscht ist. Und das war also ganz, ganz verblüffend. Also das ist natürlich von der Chemie her durchaus verständlich. Phosphor steht also genau, oder beziehungsweise Arsen steht im Periodensystem der Elemente, fünfte Hauptgruppe genau unter dem Phosphor. Aber das war schon ziemlicher Hammer und zeigt also, wie anpassungsfähig Leben überhaupt ist. Ich will Ihnen noch ein paar weitere Beispiele nennen, die genauso Aliens sein könnten. Ich nenne sie die Extremisten-Szene, das ist aber nicht politisch gemeint. Nicht? Das ist hier zum Beispiel, fangen wir an, mit Aquaspirillum arcticum, ein Bakterium, das dank kälteresistenter Proteine in den Schnee- und Eisregionen des kanadischen Nordwestens eine ökologische Nische gefunden hat. Oder Candida antarctica, eine alkalophile Hefe aus dem arktischen Wandersee. Das hat jetzt mit Kälteresistenz zu tun. Der Wandersee ist sogar relativ warm, weil die Eisdecke, die wirkt so wie so ein Solarpanel. Und das ist sogar ein wärmeliebender Organismus. Hier aber er ist stark alkalihaltig, also hat einen sehr hohen pH-Wert. Und hier geht es also um diese Anpassungsfähigkeit. Oder ein anderes Bakterium hat sich gerade in einem Vulkan auf der sibirischen Halbinsel Kamtschatka seinen Lebensraum gesucht. Ein anaerobes, was also unter sauerstoffreiem Milieu vorkommt. Und ein Organismus, der mich besonders fasziniert, Deinococcus radiodurans, ist ein gegenüber radioaktiver Strahlung widerstandsfähiges Bakterium, das im Innern eines Kernreaktors überlebt und im Laufe der Evolution
einen unheimlichen Reparaturmechanismus entwickelt hat, um sich immer wieder die Zellen neu aufzubauen. Ich hoffe, dass es eines Tages mal nicht einen atomaren Super-GAU gibt und die Erde schließlich nur noch von Deinococcus radiodurans bewohnt ist. Noch zwei weitere Beispiele. Es gibt noch einige andere. Chivanella benthica, ein unter sehr hohem Druck lebendes, hier ist wieder der Druck, lebendes Bakterium, das im Puerto Rico-Graben entdeckt wurde, also dort, wo die Wassertiefe über 10.000 Meter ist. Oder Halobacterium halobium, ein stark salzliebender Organismus, der im kalifornischen Owens Dry Lake vorkommt. Wo dürfen wir auf höher entwickeltes Leben im Kosmos hoffen? Habe ich mir gesagt, auch die Sonne muss stimmen. Es sind eine ganze Reihe von Exoplaneten auch schon festgestellt worden, allerdings nur indirekt. Die entziehen sich dem direkten Nachweis, weil die Entfernungen so groß sind, dass man sie mit optischen Lichtteleskopen einfach nicht nachweisen kann. Außerdem befinden sich zu nah am Zentralgestirn und werden dadurch hoffnungslos überstrahlt. Es gibt aber indirekte Methoden, die sich aus Positionsveränderungen der Sterne ergeben. Denn man sagt immer, das ist übrigens auch so die typische Vereinfachung, die Erde bewegt sich um die Sonne oder die Planeten bewegen sich um die Sonne. Das stimmt zwar relativ, aber genauer gesagt müsste man sagen, Erde und Sonne bewegen sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Und es ist natürlich so, weil bei der großen, übergroßen Masse der Sonne, der Schwerpunkt liegt noch innerhalb der Sonne. Ja? Das heißt also, wenn sich Planeten um eine Sonne bewegen, dann eiert die immer nur so ein bisschen rum, nicht? Macht so eine Pendelbewegung durch die sich bewegenden Massen. Und da ist es möglich, also auch extraterrestrische Planeten nachzuweisen. Die Sonne muss stimmen. Das heißt also, hier ist so sind die einzelnen Sterne, die wir kennen. Unsere eigene Sonne hier, hier die Leuchtkraft haben wir, das geht bis zu einem Promille und bis zum Faktor, also 10 hoch 6 mit millionenfacher Leuchtkraft haben wir Sonnen. Und sind nach Spektralklassen eingeteilt, O, B, A, F, G. Unsere Sonne ist ein sogenannter G-Stern und KM. Und der Übergang von O nach M sehen wir also, das ist von Blau nach Rot. Nicht? Also diese Oberreihe O, B, A, F, G, G, K, M, das kann man sich leicht merken. Jeder, der Astrophysik studiert, der weiß es schon im ersten Semester, Eselsbrücke, ganz einfach. O, B, a fine girl, kiss me. Jetzt kommen wir zu diesem Planeten, wenn wir jetzt außerhalb der Erde sind. Hier haben wir mal drin, hier wieder in der Mitte unserer Erde und die habitable Zone. Die Venus hier schon etwas außerhalb, zu nah an der Sonne ran, zu heiß, der Mars etwas außerhalb. Die habitable Zone ändert sich, ist stark abhängig von der Masse des Planeten, der Sonne. Je größer die Sonne ist, desto weiter wird die habitable Zone, weil der Temperaturgradient also nicht so kräftig ist als bei kleineren Sonnen. Jetzt könnte man natürlich sagen, hurra, wir müssen also uns gerade bei großen Sonnen aussuchen, weil die einen breiten Lebensraum haben. Aber Pustekuchen. Es müssen Sonnen sein, die einigermaßen so beschaffen sind wie unsere Sonne vom Durchmesser her. Es ist nämlich so, dass Sonnen, die wesentlich größer sind als unsere Sonne, sehr verschwenderisch mit ihrem Energievorrat umgehen und sehr kurze Lebensdauer nur haben, die irgendwann unter 1 Milliarde Jahre sinkt und dass schließlich gar nicht mehr ausreichend Zeit für die Evolution da ist. Und umgekehrt ist es bei den Zwergsternen, die haben eine geringere Leuchtkraft, aber eine sehr hohe Lebensdauer. Und hier muss der Planet schon sehr, sehr nah an der Sonne ran sein, dass sich dort also eine habitable Zone existiert. Und dieser Korridor ist gleichzeitig sehr schmal. Es ist aber nicht ausgeschlossen. Es kann ja durch Zufall sein, die Wahrscheinlichkeit nimmt den zwar ab, aber in diesem Korridor kann natürlich Leben existieren. Es ist ein Exoplanet bislang nachgewiesen, der um einen roten Zwergstern kreist, im sogenannten Gliese-System. Hier finden wir eine künstlerische Animation. Der Zwergstern sendet ein orange-gelbes Licht aus und taucht die Szenerie also in ein warmes Licht.
Ob dort wirklich Leben existiert, wissen wir nicht. Der Planet ist ja nur indirekt nachgewiesen worden, aber theoretisch befindet er sich in einer habitablen Zone. Es kommen noch andere Faktoren dazu, die Masse muss stimmen. Unser Mond befindet sich ja auch genau in der voll in der habitablen Zone zwar, aber die Masse ist zu gering, er hat keine Atmosphäre und damit scheidet er als Träger von Leben aus. Kommen wir noch zu einem Punkt, den ich also auch noch anschneiden möchte, und zwar über, wenn wir schon über kosmische Ordnung sprechen und wie wir mit allem verbunden sind, was geschieht eigentlich nach dem Tode? Und hier sehen Sie den australischen Hirnforscher und Nobelpreisträger John Eccles. Er schuf als erster die Grundlagen für das quantenphysikalische Verständnis des Gehirns, und er war stets von der Unsterblichkeit der Seele überzeugt und hat gesagt, diese bleibt selbst dann bestehen, wenn die Nervenzellen nach dem Tod vergehen. Eccles folgerte weiter, dass die Kopplung mit den Quantenfeldern unser Bewusstsein möglicherweise mit dem Weltgeist verbindet, der seiner Vorstellung zufolge das gesamte Universum durchdringt. Dieser Weltgeist war für ihn kein geringerer als Gott. Ich bin jetzt am Abschluss meines Vortrags angelangt. Es ist immer ganz gut, wenn man eine Theorie hat, wenn man auch ein passendes Bild hat. Und mir kam so dieses Bild von einem Eisberg in den Sinn. Der Eisberg, möglicherweise geboren in der Davisstraße in Grönland, dort fallen dort kalben die Gletscher und die brechen ins Meer, es entsteht ein Eisberg. Was wir sehen, sind nur gut 10%, die über der Oberfläche sind, knapp 90% befinden sich unterhalb der Oberfläche. Das, was wir, unsere materielle Welt ausmacht, wie wir sie erleben, entspricht sozusagen der Spitze des Eisbergs. Was aber da unter der Wasseroberfläche ist, ist so dieses Intuitive, was wir erleben, das, wie wir mit dem Großen und Ganzen verbunden ist. In dem Eisberg steckt auch eine ganze Menge Information, seine Vorgeschichte, sich verdichtende Schneekristalle, Kristallstrukturen und so weiter. Er steht in ständiger Wechselwirkung jetzt mit dem Umgebungswasser, tauscht Informationen auch aus und schmilzt eines Tages ab. So wie wir mit dem gesamten Universum in Verbindung stehen und immer nur die Spitze des Eisbergs bewusst erleben. Und eines Tages ist der Eisberg abgeschmolzen. Das ist der Tod. Und alles, was in Informationen enthalten war, ist sozusagen in den Ozean übergegangen, so wie alles, was uns an Informationen unsere Seele ausmacht, eines Tages in den Kosmos übergeht. An diesem Ozean heraus, Wasser wird wieder verdunsten, wird sich kondensieren, in Form von Schnee wird fallen und eines Tages wird daraus wieder ein neuer Eisberg geboren, der Kreislauf beginnt von neuem. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.